Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank. Ja, diesmal bin ich wieder voll am Start. Diesmal bin ich auch schön ernährt und schön eigentlich hin jetzt hier 20 Minuten später auf. Ja. Diesmal. Oh, wir sind ja schon wieder. Hier, Dinger. Nett, nett. Ja, willkommen zum Part 18. Glaube ich jetzt schon. Okay, hier sind keine Flügelviecher mehr. Flügelviecher auch, neues Wort, ha. LOL, der ist ja schon leer. Ach, stimmt ja, wir sind ja hier ohne Muni aufzutanken hingegangen. Sehr schlau. Manchmal können wir auch eine Fackel selber geben. Ganz ehrlich. Dumm wie ich manchmal bin. Das schmeißt damit ja auch noch nicht hier durchbestimmt. Ohne Muni hier und so ein Scheiß. Oh, das machen wir gleich auf erst. Komm weg. Aha. Warum ich immer wieder drauf drücke auf den Flammenwerfer-Knopf? Geweckt von mir. Da ist der Grund, der gut ist, dass ich hier ja, wenn ich drauf halte, stur auf die Viecher, dann kriegen die auch nicht mehr Schaden, als wenn ich einfach die ganze Zeit drauf drücke und die dann verletze, ne? Weil wenn ich jetzt hier so drauf halte, kriegen die keinen Schaden. Ne? Ich mache hier so einfach und somit zerleichtern, ne? Ja, ich habe schon eine gute Idee manchmal. Danke, danke für die Gedanken. Bedanken. Für die, ja. Egal, für Lobe. Stimmt, mit den Hieb kann man ja auch schon. Ja. Tschüssi. Okay. Was ist das denn? Stimmt, da kann man hier kaputt hauen, ne? Wenn man gut ist und Muni hätte, in seinem Verbüßter, dann könnte man ändern. Es ist wahrscheinlich, wenn ich die Muni nicht besitze, in meinen Dingern, kann ich es auch nicht. Ich glaube, es, da man da einen draufschießen kann und dann irgendwie in so eine Art Geheimding kommt, ne? Das ist so ein Blockfee irgendwo. So ein Wachmacher. Nein. Okay, dann gehe ich doch mal dran vorbei, weil ich... Toll, genau jetzt. Tschüssi, ich weiß nicht. Oder, da liegt da ein. Da kommt Muni, kann ich immer mitnehmen. Interessant, schon Munition erhalten. Schön, für dich. Lol. Also dahin. Warum nicht darum, ne? Da, auf so eine Idee hätte ich, wäre ich nicht gekommen. Infoport, yeah. Was kommt jetzt? Hallo alle zusammen. Hier ist wieder mal der Vorsitzende Drake mit einem Bericht über die aktuelle Lage. Wir haben jetzt die ideale Umlaufbahn für unseren Planeten gefunden und sie garantiert optimale Temperaturen das ganze Jahr. Im Moment besetzt bedauerlicherweise ein anderer Planet diese Umlaufbahn und so leid es uns für seine paar unbedeutenden Bewohner tut, er muss zerstört werden. Dafür haben wir dies entwickelt. Der Planetenhammer Maximus. Ein Gerät, das ganze Planeten zu subatomaren Partikeln verarbeiten kann. Wir sind sehr stolz darauf. Und so funktioniert's. Wir installieren den Planetenhammer auf diesem Schiff, bringen es in die Umlaufbahn des Planeten und schlagen zu. Kabum! Einfach genial, oder? Sobald unsere hochqualifizierten Experten unseren neuen Planeten vollendet haben, sind wir endlich soweit. Danke und bis bald. Der Typ will einen ganzen Planeten in die Luft springen. Das ist doch gemein. Das habe ich dir doch gesagt. Hey, ich will weiter zu Quark, aber falls wir dabei Drake erledigen, umso besser. Was ist? Es ist dir wichtig. Übertreib's nicht. Aha. Also das Tor ist so offen, das ist toller. Okay, daher. Ach, du hieß mir wieder. Das ist ein Stieg da. Ach so. Wo diese kleinen Roboter-Dinger da evakuieren mussten, ne? Flammenwerfer, damit geht's viel schneller. Okay, Leute, wir müssen den Planet Hammer Maximus zerstören, ne? Wahrscheinlich. Oh, ne, okay, ja, schon, wir bescheuert, weil dann zerstören wir uns ja selber auch, ne? Okay, dann irgendwie einen anderen Plan, aber ich glaube, wir müssen ihn echt zerstören. Für mich ist das Logische. Ja. Leute, kann ich aber nicht abspringen. Ist ja blöd. Okay, Muni kaufen. Mein Muni ist gut für die Seele. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Und gut für die Knarrer. 928. Wir brauchen echt diese scheiß Raritarium für den einen.
Ding, ey. Wir haben echt kaum noch Geld. Wir sind nicht mehr weiter. Hier immer weniger, ey. Naja. Warum kommen wir jetzt hier hin? Also wir hätten auch einfach zurückgehen können, ne? Egal. Gehen wir erstmal so Schiff betreten. Ja, so Schiff betreten. Sehr, sehr nicht. Ach ja. Reinklang. Ja. Wohin müssen wir jetzt? Zum Schneeplaneten, ne? Bombenfabrik Haufen. Planetenhammer, das ist Studio, ja. Geben die auch auf Haufen, Haufen. Gibt da auch dieses Planetarium, ne? Oder? Da war der Haufen, ne? Ich glaube, 100% sicher, dass es dieser Planet war. Und das bleibt auch jetzt so, ne? Ja. Planet Haufen. Aha. Interessant. Dum. Okay. Sieh schon Helis da rumfliegen. Das muss das Schiff sein, das die Bombe transportieren soll. Du Schlaumeier, meinst du wirklich? Nee, meine nicht, Richard. Ist nur ein Schiff von ihnen, ne? Okay. Dein Düsenpack-Upgrade ermöglicht dir das Schweben und Schwenken. Doppelklick auf die R1-Taste leitet den Schwebeflug ein, während du mit den L2 und R2-Tasten seitlich schwenken kannst. Für was jetzt ganz genau ist man im Schnee langsamer oder wie? Okay, ich habe die Nutzung davon irgendwie noch nicht kapiert. Diesen Ding, aber das kommt doch bestimmt. Schneetiere. Okay, interessant. Was auch immer. Ich gehe so Schrott, geil. Geld, Runde. Verbohrt ist er genannt. Okay, wo ist das hier? Was ist das hier gesagt? Okay. Wo? Oh. Ich komme nicht entscheiden, ob ich in den Omni-Schlüssel oder den von übernehme. Aber vielleicht gemerkt noch. Ja. Wo geht das hier lang? Ach so, Leute. Ein letztes kleine Rätsel, was wir auch schon kennen von Flag Depot Station. Da hoch, schnell. Richard, geh hoch. Oh Gott. Ist man hier drauf? Nee, ne? Drüber. Okay, Leute, da ist ein bisschen schwieriger. Weil ich so dumm dafür bin. Hier oben ist ein Hoverhaken, ne? So ein Schwunghaken, ne? Stimmt ja. Leute, drauf. Boah, war das knapp gerade, ey. Stimmt ja nicht, aber Haken. Aber Haken, so ein Sprunghaken-Ding, ne? Weil, ja, ich habe die ganze Zeit auf R1 gedrückt und nicht auf Kreis. Ja, ich bin schon mal so ein Zimmerchen, ne? Ach so, jetzt kommt sowas auch noch. Nice. Okay, so schnell war es auch nicht, ne? Der war das erste Schwieriger. Ich würde sagen, mir gefällt der Eisplaneten sogar recht gut. Ja, und Sterben kann ich auch recht gut hier. Merke ich gerade so. Komm, mach das hier. Okay, irgendwie ist man dabei auch voll langsam. Naja. Hätte man echt besser machen können. Nur. Bin ich schlecht. Ich komm mal runter, ey. Muss ich hier. Wo hab ich meinen Tag? Heute habe ich wieder meinen Tag der Versprecher. Jetzt müsste das eigentlich klappen, ne? Jo, war ja klar, mal wir machen hier, ne? Da oben ist ein dicker Schwunghaken-Ding. Da komme ich von hier eh nicht hin. Wo ist das hier für eine Platte? Bitte, die ist voll interessant und so, ne? Geil, ist egal, interessant. Wer vor uns ist. Was ist der Schwunghaken hier, ey? Ja, hier ist ja rein. Voll klar, wie es hier geht. Gott, schneller. Geht doch. Boah. Schneemonster. Und rüber. Nein! Oh Gott, ich bin so schnell unterwegs. Ich bin so schnell wie der Blitz. Weil so schnell wie der Blitz ist auch schlecht zu sein, weil. Ach so, hier gibt's so ein Ding. Hier gibt's so ein Ding. Hm. Metalldetektor. Hier gibt's so ein Boss. LOL! Mann, ey! Warum immer ich?
Ja. Lol. Dann halt so. Wäre mir nichts bringt hier mit dem Heli drüber zu fliegen, mit dem Jetpack. Ja, komm! Na, okay. Lol. Kann ich einfach hoch damit? Ist halt nice. Ist gar nicht. Okay. Sieht man nicht immer. Lol. Okay, in der Luft waren Balls versteckt. Macht auf jeden Fall 100%ig Sinn, ne? Werde ich auch ausprobieren heute, ne? Und auf jeden Fall noch um 22.45 Uhr. Ja. Auf jeden. Bevor gehe ich nicht ins Bett. Okay, ich werde schon hacken. Gold, der Ton war irgendwie weg gerade. Okay. Friss mich nicht auf. Lass du mal drauf. Okay, die Platte geht echt nicht unter. Schön zu wissen. Irgendwie bringt das, glaube ich, doch was, wenn man da per Jetpack da drüber fliegt, ne? Ich glaube schon. Ein wenig, aber wenn nur. Minimal höchstens. Okay, komm, geht schon. So, kaputt machen, ne? Was ist das eigentlich? Nö, geht nicht, okay. Ich hab irgendwie mit gerechnet, dass es gehen würde, aber ne. Schade. Boah. Muss einfach aufstoßen, ey. Komm, fall runter. Geht doch. Boah. Klappt, ne? Okay, meine Augen gerade, ey. Geht der? Trennen wie nix. WTF, stimmt ja, so eine Scheiße gab's ja auch noch. Achso, man haltet automatisch, wenn man L1 drückt und dann hier bei Ego-Stil ist, dann automatisch an. Oder? Geht das? Ja, geht, geil. Muss ich mir merken auf jeden Fall. Also geht's auch. Okay, dürfte man sich leider aber nicht bewegen. Jetzt kommt Leute, man muss es hier drüber balancieren, was richtig scheiße ist. Lol, lol, lol. Drüber! Und ja, geht doch. Lol, da ist einer. Bauarbeiter. Was will er von uns? Oh Mist! Gibt's ein Problem, Sir? Ihr habt nicht zufällig Ersatzteile dabei, oder? Bedienen Sie sich. Dieser blöde Fels ist einfach zu hart. Mein Bohrer bricht immer ab. Der Fels ist Raritanium. Darf ich den Bohrer mal sehen? Also, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Danke, Partner. Kein Problem. Den Stein kann ich auch entsorgen, wenn Sie nichts dagegen haben. Klar, nimm ihn mit. Geil, Raritanium haben wir jetzt erworben. Schnieke. Können wir auch zu diesen Einführungen uns Rabatt holen. Bei Ersch, wenn wir hier fertig sind auf dem Planeten, ne? Achso, jetzt einmal hier runter. Interessant. Vielleicht hätte auch die Plattform hier, weil es voll hier voll Sinn macht und so. Hier unten zu sein. Lol. Nein, 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 nicht da runter. Also, okay. Ich dachte, da wäre Wasser. Ist kaltes Wasser, ne? Aber jetzt gehen wir erstmal, ich glaube, wir machen eben eine Aufnahmepause, weil 15 Minuten ist erreicht. Ich muss ja nicht jeden Partier in die Länge ziehen. Also Leute, ja, warum drücken wir Start, ne? Leute, bis bald und tschüssi.